Eingabe von Kurvenscharen mit Hilfe des GCR. Erstens drücke Y ist gleich und gib die Kurvenschar ein und als Parameter nehmen wir L1 zum Beispiel. Das heißt, ich tippe jetzt ein zum Beispiel x² minus a und statt a schreibe ich L1. L1 kriege ich so mit list names L1. Das ist jetzt x² minus a. So, als nächstes muss ich die Liste L1 füllen. Das mache ich mit Edit. Und da steht jetzt, mit Stat, Stat Edit. Und da steht jetzt L1 drin. So, da gebe ich jetzt zum Beispiel hier minus 2. Und zum Beispiel gebe ich die 1 und die 4 als Liste ein. So, und jetzt gibt das Gerät mir das x² minus L1 aus die diversen Kurven. Und das sieht dann so aus. Also hier x² minus minus 2, x² minus 1 und x² minus 4.